Georgische Spezialeinheiten haben Orte in ganz Aserbaidschan eingenommen. Combine Nikolatze ist es anscheinend gelungen, unbemerkt von der Weltöffentlichkeit große Truppenbewegungen durchzuführen. Dass dies weder den Hightech-Nationen noch den angrenzenden Ländern auffiel? Genaue Anzahl der Toten auf Seiten Aserbaidschans bleibt unklar. Erste Schätzungen liegen hoch. Die freiheitsliebenden Völker der Welt können einen solchen Akt der Barbarei und Unmenschlichkeit nicht akzeptieren. Am dritten Tag der Kämpfe nahmen NATO-Truppen unter Führung der USA 3 weitere Dörfer, die sich unter der Kontrolle georgischer Spezialeinheiten befanden. Die Verbände stießen nur auf leichten Widerstand. Den Truppen fällt es schwer, den Feind aufzuspüren, da die Aufklärung wiederholt... Combine Nikolatze ist mit seinen Militärberatern untergetaucht. Gerüchten zufolge versucht er so einem möglichen Kriegsverbrecherprozess zu entgehen. In einer 2-minütigen Internetübertragung nannte Combine Nikolatze die Amerikaner und ihre Verbündeten einen Haufen von Vogelscheuchen. Diese seien nicht in der Lage, ihre eigenen Heimatländer zu schützen. Experten befürchten, dass diese Drohungen bald Gestalt annehmen könnten. Und damit willkommen beim neuen Level. GFO Ölplattform. Georgisches Gewässer, Kaspisches Meer. 27. Oktober 2004. Werden Sie georgische Kommunikationsdaten. Die Interventionen der NATO und der USA haben die georgischen Spezialeinheiten fast ausnahmslos aus Aserbaidschan vertrieben. Eines der letzten Kommandos verbirgt sich auf einer Ölplattform im Kaspischen Meer. Von dort aus herrscht gering Datenverkehr mit dem georgischen Präsidentenpalast. Let's go! Fischer, wir haben deine Missionsziele hochgeladen. Grimms dort hier sagt, dass die Verschlüsselungsprotokolle der Ölplattform wasserdicht sind. Wir müssen also warten, bis sich einer von Nikolazes Schwachköpfen einloggt, bevor wir auf irgendwelche Daten zugreifen können. Warum versuchen Sie, diese Plattform zu halten? Nicht gerade Nikolazes bester Schachzug. Genau das hat uns misstrauisch gemacht. Nikolaze hat einige Zellen geopfert, um sie zu schützen. Was immer durch das Netzwerk geht, muss äußerst wichtig sein. Missionsziele auf deinem Hopset. Ich mach mal schnell Pause. Und hier bin ich wieder. Ja. Eine Leiter. Komm hier. Was war das für ein Geräusch? Hat sich angehört, als würde hier gleich was hochgehen. Piep, zum Piepsen. Ganz schön morsch, diese Plattform. Hä? Ich hänge fest. Nein! Ich hänge echt fest. Oh mein Gott. Okay, dann schlage ich mal vor. Ich cheate mal schnell, um mich wieder zu befreien. Und zwar hier hin. So. Wo geht's denn jetzt weiter? Nach unten vielleicht? Ich weiß nicht, save mal. Nee, ich glaube ja nicht, dass es nach unten geht. Zurück. Oder? Ich habe keine Ahnung. Domestic Cold Water. Ich lasse mich jetzt mal fallen und schau, was passiert. Lass los. Gut. Da runter? Aha, aha, aha. Das war richtig, okay. Ah, und... Das bloß nicht los. Kontakt mit Feindeinheiten. Wir sprengen sofort die Brücke. Wieder hoch. Wir sprengen die Brücke. Das sind welche... Ich gehe die Leiter rauf, ich gehe die Leiter runter. Ich gehe die Leiter rauf, ich gehe die Leiter runter. Wo wollen die denn lang? Oder wo geht's hier jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Ich bin hier gefangen. Oder auch nicht. So, hier, da. What the? Nein! Ah! Das war knapp. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Schlechte Nachrichten, Fischer. Oben. Das Militär ist soeben aufgewacht. Oh Mann. Die Ölplattform ist soeben zu den NATO-Angriffszielen hinzugefügt worden. Such dir einen Techniker und besorge die Daten.
Die Zeit wird knapp. Was los, Sam? Gut. Und jetzt, wo geht's jetzt lang? Hier ist eine Leiter. Könnte ich vielleicht darauf springen, oder? Ich weiß nicht. Ich suche mal ein anderes. Einen anderen Weg. Ja. Ich save mal schnell und schaue nach, ob ich da drauf jumpen kann. Auf die Leiter. Müsste eigentlich gehen. Ah! Okay, loading. Und jetzt versuche ich es nochmal. Und, ah! Okay, es funktioniert nicht. Das war jetzt klipp und klar gemacht. Wo geht's dann weiter? Vielleicht hier ganz nach oben? Jetzt halte ich da fest, da ist ja nur ein bisschen Feuer. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Wo geht's hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Ach, da rein? Naja, genau, okay. Lecker Öl! Na komm schon! Achtung, seid wachsam! Unser Computertechniker kommt mit dem Codeschlüssel zurück. Brauche zwei Mann, die ihn bei der Andockstation empfangen und ihn zum Datenhub eskortieren. Beeilen wir uns. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Okay, das war ja schon recht leicht bis jetzt. Safe! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Können wir zurück? Nö. Ich bin zu behindert, oder? Ah, geht nicht. Schade. Hier geht's nach oben, oder? Ja. Ah, das sind welche. Der Techniker. Safe. Okay, jetzt verfolgen wir den einfach mal. Nee. Scheiße, wo geht's hier weiter? Hilfe. Oh. Da geht's weiter. Ich freue mich, dass es weitergeht. Yay! Die Mission ist beendet. Was? Was habe ich denn gemacht? Ah. Wer ist da? Niemand! Hier ist niemand! Da draußen hupen Leute, wahrscheinlich ist eine Hochzeit oder sowas. Nee, ich knall nicht ab. Ich begehe Selbstmord, ich kann nicht mehr leben. Verdammt! Hier? Einfach mit dem Stahlträger ein bisschen rumlaufen. Nein! Gott, ich hasse dich, Sam. Ich hab das Gefühl, das Level dauert länger als das letzte Level. Nein! Weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist keine Zeit für ein Bad, Sam. Du musst die Welt retten. Du musst die Welt retten. Niemand. Oje, oje, oje. Wo geht's denn jetzt lang? Ey, lang, wo geht's lang? Können wir da hoch? Können wir da hoch? Hallo, Sam! Sam, jump? Nee, geht nicht. Nee, ich bin nicht... Also bis jetzt gefällt mir das Level sehr gut. Eins der besten Level bis jetzt. Made by Rai Chikawa. Wer ist da? Niemand! Alter! Das ist doch... Ich fail hier rum. Das ist nicht mehr schön. Wo geht's hier eigentlich weiter? Hier vielleicht? Ach so. Na toll. Und jetzt, nein, nicht da, jetzt, geh doch, also, boah, hat ja nur 1000 Jahre gedauert.
Und jetzt, wo geht's lang? Nirgends, oder? Vielleicht können wir von hier... Vorsicht, Sam, ja? Vielleicht können wir hier auf diese... Ja, darauf... Ich jump einfach... Oh! Okay, I failed again. Das gibt's doch nicht. Ich knall ihn jetzt mal ab. Okay, ich darf schon mal töten. Das ist schon mal ein gutes... Eine gute Sache. Identifizieren Sie sich. Nein. Da geht's auch nach oben. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, das ganze Zeugs. Schnell. Nein. Ah, ich wollte schneller die Treppe hochlatschen. Also, Sam. Jetzt mach's richtig, ja? Yeah? Sonst kriegst du Ärger von Lambert. Wo geht's denn weiter? Verdammt. Wie wir vielleicht da unter diesem bei diesem Stahlträger? Und jetzt da hoch? Nee, geht auch nicht. Halt dich halt fest, Mensch! Aha. Okay, am besten schaue ich mir das ganze Zeugs mal an. Vielleicht finde ich ja dann den Weg, wie es weitergeht. Das ist gerade ein bisschen schwierig, weil ich ein bisschen blind auf beiden Augen bin. Und blöd ein bisschen. Wahrscheinlich ist es total simpel und ich mache es mir immer so wieder so schwer. Sam? Hallo? Nein! Lass dich halt hängen! Du sollst dich hängen lassen, sage ich. Nein, nicht hochsteigen! Lass dich hängen! Ich kletter mal wieder runter, vielleicht finde ich dann einen Weg. Doch nicht so! Ach, egal! Vielleicht so. Nein! Oder? Nein! Ach nee, jetzt muss ich wieder runterklettern. Aber ich glaube, hier geht's weiter. Niemand. Deine Mutter ist hier. Sie sagt, du sollst aufhören, nach Leuten zu suchen, sonst gibt's kein Abendessen. Die Technik habe ich eigentlich schon längst verloren. Ah, wie schön, wie die Sonne im Meer spiegelt. Für ein Spiel aus 2004 eigentlich nicht schlecht, sowas. So? Jetzt... Nein, nicht hochklettern! Sam, I hate you. Ich glaube, hier scheint es richtig zu sein. So, und jetzt... geh hoch und jetzt kletter... Kletter übers Fass, Mensch! Warum geht es nicht? Das ist kein Fass, übers Rohr, meine ich. Dieser Typ sie schon wieder. Was macht der da? Sam, was machst du da? Ah, das wird der langweiligste Part ever. Nein, nach unten. Ich bin blind auf beiden Augen und blöd. Toll. Also wenn es noch weiter so geht, dann schaue ich mir ein Trout an oder wie das auch heißt. Okay. Ich mach mal ein Save, keine Ahnung. Und dann ist es wahrscheinlich total falsch. Ach komm, du kannst doch ja einfach jetzt da weiterspringen. Ich meine schwimmen. Und dann bist du am Ziel. Wahrscheinlich kann ich jetzt gar nicht mehr zurück, ne? Was ist denn das Rote da? Und? Jetzt komme ich gar nicht mehr zurück. Komm ich zurück? Hallo? Okay, ich cheat mich mal wieder zurück. Ghosts. Seufz. Wo geht's denn hier lang? Oder wo kamen wir denn hier? Hier, ne? Ja, genau. Und jetzt schaue ich mir ein Walkthrough an, what else, whatever, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Gut, hier bin ich wieder. Oh Gott,
Ich wäre hier nie drauf gekommen. Aber beim ersten Durchspielen habe ich es wahrscheinlich entdeckt, ohne ein Playthrough oder ein Walkthrough anzuschauen. Aber bis man das gefunden hat, ist ja... Boah, da muss man ja schon der wahre James Bond sein. Okay, wo war denn das jetzt? Hier irgendwo, ja genau hier. Und zwar gibt es hier so ein Seil. Da muss man hier... Nein, nicht so, sondern so. Und dann geht es hier weiter. Aber bis man darauf gekommen ist... Meine Fresse. Alarmmeldung von Philipp Massey. Amerikanische Flugzeuge im Anflug. Was? Diese Amis immer machen nichts als Scheiße. Laut GPS. Ui, Kriegsflugzeuge. Epic. Safe. Ich habe einen Plan, wie wir den ausschalten können. So. Sehe Bewegungen. Nein! Lass dich doch nicht fallen, Mensch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Safe! Oh Gott! Nein! Identifizieren Sie sich! Hier ist niemand! Niemand! Niemand da! Niemand da! Hilfe! Hilfe! Lass mich! Oh, oh, oh. Was war denn das? Oh. Das sind unsere Freunde von der Luftwaffe. Bodentruppen sind im Anmarsch. Halte dich auf dem Laufenden. Okay, safe. Jetzt geht's los. Habe hier einen Eindringling. Nein! Jetzt mich doch. Wir werden angegriffen. Wir haben schweren Schaden an. Laden. Ach Mensch. Wir werden angegriffen! Wir haben schweren Schaden an! Okay, er ist weg. Oder? Ist er weg? Ja, der ist weg. Gut. Ah, er ist wieder da! Nein! Guten Tag! Amerikanische Jäger! Halt doch die Fresse, du nervst! Wir haben Meldungen von anrückenden Truppentransportern! Kannst du deinem Kollegen sagen, dass er aufhören soll, diese scheiß Meldungen zu machen? Die nerven einfach nur. Okay, leg dich schlafen, ne? Hier auf den weichen Boden. Was hast du denn in deiner Tasche? Medikit, okay. Gut, gut. Sieht nicht gut aus. Alles in Ordnung? Kote, was? Kote, Koten. Safe! Oh Gott! Ich hab einen Plan. Und zwar... Alter, das muss man doch merken. Naja. Da! Es kommt immer noch was raus! Ich schwöre, ich hatte sie abgestellt! Ja, ja, sicher! Wirklich! Nein! Ach, leck mich doch, ihr alle! Ich hasse euch! Kommen Sie heraus! Ich bin nicht da! Alter! Arschloch! Georgischer Arschloch! Georgisches Arschloch! Okay, das fängt ja dann wieder gut an, wie in Level 1. Beeil dich, Fischer! Du musst nah am Piotr dran sein, wenn er sich einloggt! Wir stehen kurz davor, die Mission in den Sand zu setzen. Hä? Was? Wo? Wer? Ich kann wo? Sie nicht öffnen. Schließ sie auf, du Idiot. Ich glaube, die ist hin. Worauf warten wir? Es ist diese Bohrinsel. Wer ist das? Ist... Wo geht's denn hier weiter? Hier vielleicht? Was steht da? Guck, oh scheiße, ich kann kein Russisch. Habe hier einen Eindringling. Sieht gefährlich aus. Beendet. Leckt mich. Du musst nah am Piotr dran sein, wenn er sich einloggt. Wir stehen kurz davor, die Mission in den Sand zu setzen. Yeah, yeah. Ich kann sie nicht öffnen. Schließ sie auf, du Idiot. Ich glaube, die ist hin. Identifizieren Sie sich. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Angegriffen. Die Mission ist beendet. Wieso? Ich hab den noch. Was soll denn der Scheiß?
Fail hier am laufenden Band. Beeil dich, Fischer. Du musst nah am Piotr dran sein, wenn er sich einloggt. Wir stehen kurz davor, die Mission in den Sand zu setzen. Ja, ja. Mach's ruhig dramatisch. Ich kann sie nicht öffnen. Schließ sie auf, du Idiot. Ich glaube, die ist hin. Worauf warten wir? Es ist diese Bohrinsel. Alles ist... Schon gut, wir gehen außen rum. Habe hier einen Eingang, Fischer. Oh, sieht gefährlich aus. Beendet. Ja, toll. Beeil dich, Fischer. Du musst nah am Piotr dran sein, wenn er sich einloggt. Wir stehen kurz davor, die Mission in den Sand zu setzen. Ja, ja, die dürfen mich nicht sehen. Identifizieren Sie sich. So, ich sehe eigentlich was, da muss ich ja nicht um die Ecke blicken. Nein, komm doch nicht her, Mensch! Nein! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt würde ich gern pfeifen, wenn ich es könnte, aber... Identifizieren Sie sich! Scheiß eine Kommandoeinheit zu sein! Die Mission ist beendet! Ich fail mehr als ein... Beeil dich, Fischer. Ich weiß nicht. Du musst nah am Piotr dran sein, wenn er sich einloggt. Wir stehen kurz davor, die Mission in den Sand zu setzen. Ich kann sie nicht öffnen. Schließ sie auf, du Idiot. Ich glaube, die ist hin. Worauf warten wir? Es ist diese Bohrinsel. Alles ist... Schon gut, wir gehen außen rum. Okay, hier sehen sie mich nicht. Hier sehen sie mich nicht. Puh. Und jetzt? Ich schau mal nach, vielleicht finde ich da etwas. Oh mein Gott. Hey, Medikit. Ja, ist doch schon mal was. Und jetzt? Da hoch vielleicht? Nee. Ich hab diese Stelle grob in Erinnerung. Der Plan hat sich geändert, Fischer. Schnapp dir Piotr, den Techniker. Wir wollen den Koffer, den er bei sich trägt. Die Daten sind in seinem Koffer? Es steckt ein Laptop drin. Tue, was immer nötig ist. Wo geht's denn jetzt weiter? Ah ja. Wir brauchen einen neuen Glaser. Ruft einen Glaser. Ach, verdammt, ich dachte, man kriegt da keinen Damage. Okay, hier nach oben. Und es leckt bei mir ein bisschen. Ha. Nein, das ist das, was ich in Erinnerung hatte. Komm schon, ich wette, jetzt komme ich da gar nicht mehr weiter. Und ich kenne mich. Okay, ich kenne mich nicht. Ich dachte, jetzt bin ich zu blöd, jetzt nochmal das Rohr zu finden. Dreh dich um. Genauso. Guter Sam. Safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott! So, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Was macht ihr da? Hey du! Das kostet Geld, ne? Das sage ich deiner Mama, die bezahlt den Schaden dann. Sowas. Okay. Welchen Monat haben wir denn? Was? Februar? Ich dachte, wir haben Oktober. Egal. Der Kalender wurde wohl schon längst nicht mehr aktualisiert. So schnell kann man einen Helikopter zerstören. Hä? Safe. Sichern Sie die Passe des Technikers. Ich renne jetzt einfach durch. Aua. Nein! Scheint eine Kommandoeinheit zu sein. Ich bin keine Kommandoeinheit, ich bin nur ein Tourist. Okay, hier geht's lang, ich lade. Ich will laden! Hallo, lade den Scheiß doch! Habe hier einen Eindring. Ja. Hier geht's lang, ne? Ja, genau. Da kommt dieses Video. Er hält immer noch auf mich, obwohl da gar keiner ist. Idiot. Naja. Ja. Guten Tag. Weißt du, wo es lang geht? Anscheinend nicht. Wieder dasselbe Kalender. Was haben wir denn da? Wieder diese Magazine. Okay, wo geht's hier lang? Hier kann ich mich verstecken. Aber ich möchte mich ja gar nicht verstecken. Ich möchte ja
die Mission fertig haben. Oh. Und jetzt, wo ist es lang? Wo geht's denn jetzt lang? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Hier vielleicht. Ja genau, da geht's weiter. Ab nach unten. Nein! Doch nicht! Safe. Wenn er hochkommt, kriegt er es aufs Maul. Ich hab dich gewarnt, aufs Maul. Ich hab's dir klipp und klar gesagt. Hier drin ist er reingegangen, ne? Genau. Und jetzt... hier? Oh! Nein! Medikit! Normal, Medikit! Wir haben sie umzingelt! Dietrich, Dietrich, Dietrich! Öffne! Bewegung! Schnell! Die Leute kommen und suchen dich! Schneller, 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 schneller! Tür öffnen! Los aus dem Weg! Okay, okay. Uah, überall Gasexplosionen. Und jetzt? Da ist er! Na komm her! Renn doch nicht vor mir davon! Ich will mit dir spielen! Hab dich! Wozu nur all diese Risiken? Wer zur Hölle sind sie? Keine Fragen, nur Antworten. Und zwar schnell. Ja, verstehe. Warum Daten von Hunt aus einem umkämpften Gebiet bergen? Ja. Die Daten sind mit einem nicht übertragbaren Hardware-Codeschlüssel verschlüsselt. Was sind das für Daten? Daten über eine Arche. Ich bin nur Bote. Ich weiß nicht. Was ist das? Weiß nicht. Nicolaze will es unbedingt. Okay, lass doch mit zusammen. Wohin solltest du den Koffer bringen? Keine Ahnung. Das sollte ich erst erfahren, wenn ich das Fluchtboot erreicht habe. Messi ist ein Sicherheitsfanatiker. Messi? Bitte, ich will nicht. Philipp Messi, Nicolazes Chefprogrammierer. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Töten Sie mich ruhig. Okay. Ich schmeiße dann ins Wasser, okay? Okay, der sagt, er will getötet werden. Erfüllen wir doch seinen Wunsch. So, ich schmeiß dich mal ins Wasser, ne? Grüß die Fische von mir. Ah, grüß die Fische von mir. Nein, nicht so. Wir müssen wieder so ein physikalisches Schwerkraftgesetz aufbauen. Wie im letzten Part. Ach, egal, komm, wisst ihr was? Hier. Oh, der hat seine Tasche noch liegen gelassen. Gute Arbeit, Fischer. Jetzt verschwinde von dort. Tja, also, lustiges Level. Viel Fehlerei am Anfang, aber jetzt haben wir es auch geschafft. Und der Sound ist unsynchron, in-game. GFO-Ölplattform, Georgische Gewässer, Kaspisches Meer, 27. Oktober 2004, 10.21 Uhr. Die abgefallenen Daten von der Ölplattform sind wertlos. Sie enthalten lauter... vage Informationen über mögliche Vergeltungsschläge gegen die USA. Aus ihnen lässt sich allerdings ableiten, dass die Georgier möglicherweise über einen Spitzel in den Reihen der amerikanischen Geheimdienste verfügen. Und damit sage ich bis zum nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part einigermaßen gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Part, Leute. Servus!